Herzlich willkommen, liebe Studierende, zu diesem ganz kurzen Input-Video zur Sitzung Live-Ticker des Seminars Sprache, Medien und Sport. Ich möchte wie üblich beginnen mit einem Rückblick auf die letzte Sitzung zum Thema Perspektivierung und Evaluierung. Wir hatten gesehen, dass generell wir davon ausgehen können, dass referenzielle Sachverhalte in Texten immer auf eine perspektivierte Art und Weise versprachlicht werden. Und dabei kommt es zu einer Hervorhebung und auch einer Abschattung bestimmter Aspekte, je nach Relevanzen für Textproduzierende, aber auch die textrezipierenden Personen. Und wir hatten gesehen, dass diese sprachliche Perspektivierung eben deshalb auch als eine Ressource der Bewertung verwendet werden kann, indem zum Beispiel positive Aspekte besonders hervorgehoben und negative Aspekte eher in den Hintergrund gerückt werden. Wir hatten das Ganze an einem Beispiel uns dann angeschaut aus dem Bereich der Fußballberichterstattung. Und zwar haben wir uns den Umstand zunutze gemacht, dass ein und das gleiche Ereignis, nämlich ein Fußballspiel, in den vereinseigenen Medien jeweils aus der Perspektive des jeweiligen Vereins beschrieben wird. Und wir können deswegen diese beiden Texte, wenn wir sie gegeneinander stellen, sozusagen als divergierende Perspektivierungen und auch Evaluierungen des gleichen Ereignisses beschreiben. Dazu hatten wir uns das Revierderby angeschaut, aus der Perspektive von Schalke und auch aus der Perspektive von Borussia Dortmund. Und wir hatten verschiedene sprachliche Strategien herausgearbeitet, wie solche Perspektivierungen und Evaluierungen dann umgesetzt werden kann in den Texten. Uns sind ein paar lexikalische Dinge aufgefallen, wertende Adjektive zum Beispiel, oder auch bestimmte Substantive, die verwendet werden und bei den anderen gerade ausgelassen werden. Aber wir hatten auch auf einer themenstrukturellen Ebene Unterschiede gesehen, die dann auch einhergeht mit textstrukturellen Unterschieden, dass also die Ausführlichkeit, mit der zum Beispiel bestimmte Dinge beschrieben werden oder nicht, natürlich auch so eine Perspektivierung bedingt. Das in aller Kürze der Stoff der letzten Sitzung. Und wir kommen zum Thema der heutigen, nämlich Live-Ticker. Live-Ticker ist eine ganz wunderbare Textsorte, die vergleichsweise jung ist. Seit 2004 ungefähr finden wir Live-Ticker. Bis dahin lässt sich das gut zurückverfolgen. Es ist eine der ganz zentralen, spezifisch digitalen Textsorten in der Sportberichterstattung. Bei Stefan Hauser konnten Sie das nachlesen, dass wir Live-Ticker beschreiben müssen als multimodale und interaktive Gesamtkomplexe. Multimodal bedeutet, dass also über Sprache hinaus auch andere Zeichenmodi, vor allem visuelle, hier mit eingebunden werden. Und interaktiv sind sie dahingehend, dass uns kein statischer Text präsentiert wird, sondern wir selber die Möglichkeit haben, bestimmte Dinge aufzurufen, neu zu ordnen, durch Mouse-Over-Effekte uns Zusatzinformationen anzeigen zu lassen und so weiter. Und den theoretischen Rahmen zur Beschreibung solcher multimodalen interaktiven Gesamtkomplexe findet Hauser in der Theorie medialer Konvergenzprozesse. Mediale Konvergenz bedeutet, dass also früher oder ehemals in verschiedenen Medien untergebrachte Angebote, gerade in den digitalen Medien, zusehends verschwimmen, sich aufeinander zubewegen, verschmelzen, einander adaptieren, sich modular integrieren. Das heißt, wir können Live-Texte immer auf einer Skala sozusagen als ein Hybrid-Gegenstand beschreiben. Sie stehen irgendwo zwischen Schriftlichkeit und Mündlichkeit. Sie erinnern sich vielleicht noch an das Konzept der konzeptionellen Mündlichkeit. Sie sind irgendwo zwischen Text und Bild. Sie sind, das finde ich besonders interessant, nicht nur reine Übertragungsmedien, wie zum Beispiel die Radio-Live-Reportage, sondern sind eben auch Speichermedien, weil wir jetzt immer noch die Live-Ticker von vor mehreren Jahren nachlesen können. Und in der Nutzung stehen sie irgendwo zwischen passiver Rezeption und tatsächlich aktiver, aneignender Interaktion. Es ist so, dass die Textbasis von Live-Tickern umfassend dokumentiert ist, auch diachron. Seit 2006 können wir das recherchieren, auch sprachübergreifend recherchieren,
in den Corpora zur Fußballlinguistik, die ich selber vor ein paar Jahren angefangen habe zu erstellen und seitdem laufend erweitere. Dazu hatte ich Ihnen ja schon hier mal den Zugang gegeben und wir können jetzt hier mal diese Live-Ticker aufrufen. 10 Jahre haben wir, dann können wir solche Dinge suchen wie was für ein was für ein turbulentes Spiel, was für ein verrücktes Spiel, was für ein wunderbarer Freistoß, diese ganz typischen Exklamativkonstruktionen oder hier mal sowas, was typisch wäre für konzeptionelle Mündlichkeit, diese Interjektionen, aber auch alles mögliche andere. Zum Beispiel ist das Wörtchen aber tatsächlich extrem häufig in Live-Ticker-Meldungen, die häufig in so einem Dreierschritt konstruiert sind. Aber da können Sie sich dann bei Interesse selber mal durchklicken. Es ist wichtig zu erwähnen, dass wir die Multimodalität und die Interaktivität der Textsorte natürlich auf so einem textbasiert korpuslinguistischen Wege gerade nicht beschreiben können. Wenn wir das uns anschauen würden, dann müssen wir eben doch wieder die originalen Quellen mal aufsuchen und müssen es einfach mal ausprobieren. Das möchte ich aber auch mal eben zeigen. Zum Beispiel gibt es hier auf Welt.de ganz interessante Dinge, dass wir zum Beispiel hier zwischen dem Komplett-Live-Ticker und nur den Highlights wählen können. Können wir also bestimmte Meldungen hin oder dazu oder wegschalten. Hier gibt es eine besonders interessante Sache, oder zunächst mal Aufstellung zeige ich kurz. Das kennen Sie ja alle. Dass wir uns dann hier auch die Bilder anzeigen lassen können, durch solche Mouse-Over-Effekte. Und hier gibt es was Interessantes, die Heatmaps. Die Live-Daten, die während eines Spiels erhoben werden, können sich visualisieren lassen. Da die Stellen des Spielfelds, die besonders häufig intensiv bespielt wurden, heizen sich gewissermaßen auf. Und wir können jetzt hier uns mal die Heatmap von Schalke 04 angucken oder hier von Borussia Mönchengladbach. Wir haben die Möglichkeit, das hier mal nur auf die zweite Halbzeit zu beschränken. Dann sehen wir also, in der zweiten Halbzeit gab es ein Übergewicht hier auf dieser Seite. Und in der ersten Halbzeit war das noch ein bisschen mehr im Zentrum. Und so können wir vielleicht auch die Taktik auf eine ganz interessante Art und Weise im Nachhinein explorieren. Ja? Auf sportal.de gibt es noch ein paar andere interessante Dinge, dass wir uns hier erstmal diese Statistiken in rein quantitativer Weise anzeigen lassen können. Aber vergleichbar oder ein ähnliches Prinzip bedient wie diese Heatmaps, können wir uns hier auf der Taktiktafel zum Beispiel die verschiedenen Torschüsse aufs Tor mal anzeigen lassen und auch die Tore, also von wo aus wurden jeweils Tore geschossen. Wir können dann gucken, wie eigentlich hier der SV Werder Bremen Pässe gespielt hat. Ja, und jetzt nehmen wir mal nur hier nur die Fehlpässe. Und so können auch wir, wenn wir genügend Zeit mitbringen, auch ein bisschen Sachverstand uns auch hier in diesen den Live-Tickern beigegebenen Zusatzformaten auch noch dann im Spiel genauer forschend auf die Suche machen nach bestimmten taktischen Geschichten und so weiter. Und das Ganze, wie gesagt, immer als Beigabe zum eigentlichen Live-Ticker, den wir hier noch nachlesen können. Ja? Interessant ist bei sportal.de, während das Spiel läuft, werden hier die einzelnen Spielzüge, die aus den Live-Daten, aus den Tracking-Daten, GPS-basierten Tracking-Daten rekonstruiert werden können, werden die hier auch visualisiert. Ja, und auch hier finden wir solche Statistiken. Also hier sehen wir, was mit dieser Multimodalität und auch der Interaktivität im Konkreten gemeint ist. Interessant finde ich auch noch zu erwähnen, dass das Prinzip des Live-Tickers, was eigentlich aus der Börsenberichterstattung stammt und dann von da aus in den Sport übergegangen ist, jetzt in jüngster Zeit auch wieder auf andere Domänen übertragen wird. Sie kennen vielleicht den Corona-Ticker auf spiegel.de oder auch Zeit Online oder zum Beispiel auch im Deutschlandfunk.
wo also immer, wenn eine neue Meldung reinkommt, der Text laufend aktualisiert wird und da werden dann auch Links reingesetzt und Tweets eingebettet und so weiter. Und das bringt mich zum letzten Punkt, den ich erwähnen möchte. Wir finden auch zahlreiche Konvergenzen, Annäherungen, Implementierungen zwischen Live-Tickern und Live-Tweets. Also Twitter könnte man ja auch eine Art beschreiben als ein großes Sammelbecken für kollaboratives Live-Tickern. Es gibt ja Hashtags zu jedem Spiel oder zu anderen Sportereignissen, dass wir uns dann darauf beziehen können. Und dann können wir, während wir die Spiele gucken oder während wir im Stadion sind, Live-Tweets verfassen. Die Vereine machen das auch, die tickern also auch auf diesem Wege. Und das wiederum findet auch inzwischen Eingang in die redaktionellen Live-Ticker. Wir finden Live-Ticker etwa auf Spiegel Online, die Tweets von Nutzerinnen oder auch von den Vereinen in ihre redaktionellen Angebote implementieren. Wir finden das auch in England, zum Beispiel beim Guardian Live-Ticker. Und das ist auch interessant zu sehen, wie hier diese beiden Medienformate einander wechselseitig beeinflussen, ineinander übergehen, tatsächlich die Grenzen immer mehr fließend werden. Und genau das ist, wie gesagt, ein typisches Merkmal digitaler Medien. Das wär's schon für heute. Ich freue mich auf die Gruppenarbeit und die Diskussion mit Ihnen. Bis gleich. Tschüss.